meisten Mannschaften von der Schweiz. Der FC Basel gerade auf das Dach erwarten Sie ein Werbung. Und das ist ein Rosenthal, Goal! Grasshoppers, 0-2. Und jetzt, Goal! 2-0. Und jetzt, Goal! Alarmstufe 1. Und tatsächlich Tor! Erzielt durch einen U21-Internationalen, durch Roland Schwegler, der Symbolfigur für die Jugend der Grasshoppers. Und der Meistertrainer Marcel Koller, der aus jungen Spielern ein Meisterteam formt. Im Grasshopper-Club legen wir Wert auf eine ganzheitliche Ausbildung. Die ist aufgebaut auf drei Säulen. Erstens Fußball, zweitens Schule und Beruf, drittens Betreuung neben dem Platz. Es ist für uns ganz wichtig, dass all die Bereiche zusammenspielen, dass das ineinander hineinfließt und dass wir deshalb ganzheitliche Fußballer ausbilden können und nicht nur Jungs haben, die einfach Fußball spielen können, aber sonst vom Leben nicht viel mitbekommen. In der Betreuung, in der Ausbildung, im Fußball ist ganz wichtig, dass Wert wie Respekt, wie Souveränität, gutes Auftreten sehr gut überkommen. In erster Linie ist es uns wichtig, dass wir wirklich aus dem ganzen Schweizer Markt können die besten Spieler zu GC bringen können. Die wichtigsten Eckpfeiler unserer fußballerischen Ausbildung sind, dass wir Persönlichkeiten auf dem Platz haben. So eine Mannschaft, die ich sehe auf dem Platz. So. Wir wollen technisch hervorragende Fußballer, die wir speziell trainieren, die das Spiel dominieren, die Ball und Gegner dominieren. Und diese Handschriften, die sieht man auch unseren U-Mannschaften an. Also ich denke, wir haben ein sehr professionelles Nachwuchskonzept und das sieht man auch von den Jungen, die ich schon eingesetzt habe in der ersten Mannschaft bei mir. Es ist wichtig, dass ich die beobachte oder der Kontakt von mir zu denen eigentlich sehr eng ist. Ich denke auch, dass das die Zukunft von GC ist und da muss man näher dran sein. Man hört häufig, dass Schweizer Spieler Probleme haben im mentalen Bereich. Wir bei GC tun dem so begegnen, dass wir bereits eine Konkurrenzsituation unter unseren Junioren schaffen. Die Konkurrenzsituation führt dazu, dass die jungen Spieler bereits mit 14, 15, 16 Jahren wie Profis behandelt werden, weil sie sich jeden Tag im täglichen Training Mühen gegen ihre Kollegen durchsetzen. Und damit schaffen wir eine Mentalität eines Profispielers. Ab 12 starten wir mit Ausbildungen für Sportler und Sportlerinnen und aufhören tut es im Alter von 35 bis 40. Wir wollen Sportler während ihrer ganzen Karriere begleiten, vom Aufbau her bis dann, wenn sie wieder zurück ins Berufsleben gehen, wenn sie wieder müssen oder sollten reintegriert werden in die Berufswelt. Ich würde sagen, bei 70% der Schüler bringt man es wirklich problemlos fertig, dass sie einen vernünftigen Abschluss machen. Sei das die Oberstufe natürlich vernünftig abschließt, aber auch nachher, dass sie einen Lehrabschluss machen. Musik.
Wir sind im ständigen Kontakt mit den Lehrpersonen, mit den Betreuern. Und der Spieler merkt sehr schnell, dass wenn etwas schief läuft, auch im privaten Bereich, dass das Auswirkungen auf den Fußball hat. Wir versuchen auf der einen Seite Mannschaften zu haben, die jünger sind als unsere Konkurrenten, damit der Widerstand für unsere Jungs auch gross genug ist. Wir versuchen, dass die Jungen bei uns die wichtigsten und nötigsten Elemente für ein selbstständiges Leben angeboten bekommen, dass sie selbstständig den Alltag meistern können. Haushalt, Organisation des Lebens, Rechnungen, Terminplanung etc. Es gibt bei uns keine Konkurrenzsituation im Internat. Da ist ein Raum, wo wir alle gleich sind. Wir sind hier wirklich eine Grossfamilie. Meine Frau, ich und 12 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16. Du musst sie lieben, das sind wie deine Kinder, das ist deine Familie. Ich bin Ansprechperson, primär für die Jugendlichen, sei das für den Schulbereich, Wohnung, aber auch Fußball, schläft ein oder andere mal zu suchen, wo er halt mit seinem Sörgeli, was auch das immer mag sein, das ist ganz verschieden, wo er dann halt zu mir kommt und das eröffnet. Wir wollen hier ihre Ausdauerfähigkeit testen. So können wir einen Vergleich machen, wie entwickelt sich der Junge, aber auch, wo steht ein Sportler im Gegensatz zum anderen. Und auch noch über das ganze Jahr gesehen. Gibt es Schwankungen? Sind wir vielleicht in einem Übertraining drin? Gibt es Progression oder bleibt er stehen? Dann nennen wir auch die passive Therapie, wo die Leute mehr behandelt werden, wo Massagen gemacht werden, wo Blessuren gepflegt werden, Verbände und Wundbehandlung. Und dann ist der andere eine aktive Teil, wo wir probieren, die Physis vom Spieler während der Verletzung hochzuhalten und auftrainieren in seinem verletzten Gebiet. Es hat in der Vergangenheit extrem viele Talente im Schweizer Fußball, die nicht gross geworden sind, wie sie immer auf dem Silbertablett durch die Nachwuchsabteilung getragen worden sind. In der Mitte. Wenn wir von Konkurrenzkampf reden, dann ist das nichts anderes als eine adäquate Ausbildung für unsere Jungs. Weil, wenn sie in die erste Mannschaft kommen, dann sind sie im Konkurrenzkampf ausgesetzt. Und wenn ihr da was hört, also wir müssen einfach mal alle aufsteigen oder die Schuhe. Also die alle die ich sehe ihn jetzt immer als der Stratege, der mehr muss Verantwortung nehmen, wenn er vor der Abwehr spielt. Nein, also den müssen wir nicht. Ich denke, wir sind auf hervorragendem Weg. Es macht Freude, unseren Trainer und unseren Spielern zuzuschauen. Und ich denke, wir werden auch unsere höher gesteckten Ziele erreichen. Die schönste Befriedigung, die es gibt für mich und auch für meine Trainer, ist, wenn wir wieder einen Jungen sehen, auflaufen in der ersten Mannschaft und dort eine gute Leistung bringen. Vorwärts zu gehen. Nimm ihr ab, geht das Geburtstagskind.